Rund 5000 Nationalisten sind in Israel bei einem umstrittenen Flaggenmarsch durch Jerusalem gezogen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei in der Nähe der Jerusalemer Altstadt waren vor dem Marsch 27 Palästinenser verletzt worden. Die Route sollte auch durch das muslimische Viertel der Altstadt führen, was Palästinenser als besondere Provokation empfinden. Unterstützer von Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatten den Marsch der Nationalisten organisiert. Der letzte Marsch anlässlich des sogenannten Jerusalem-Tags wurde am 10. Mai wegen Raketenangriffen der im Gazastreifen herrschenden Hamas abgebrochen. Im Gazastreifen demonstrierten tausende Palästinenser gegen die Veranstaltung. Der Flaggenmarsch ist die erste Herausforderung für Israels neue Regierung unter dem Ultrarechten Naftali Bennett.